Ich darf Sie herzlich begrüßen zu dieser Partie, liebe Fußballfans. Willkommen in der Volkswagen Arena. Das gewohnte Team heute an den Mikrofonen, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Wolfsburg gegen SC Freiburg. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel, Wolf. Das wird ein Kracher. Erste Erfolge hat Wolfsburg ja schon, aber so richtig zufrieden ist man dennoch nicht. Ich weiß nicht, ob die eigenen Ansprüche da nicht so ein klein wenig im Weg stehen. Kommt mir oft so vor, als hätte man zu hohe Ziele, zu hohe Ansprüche. Für mich gehören die nicht zur absoluten Spitze. Hier die Anfangsformation der Wolfsburger. Sie greifen heute zu einem offensiven 4-5-1. Ja, sie wollen also mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Schauen wir kurz auf die Aufstellung des SC Freiburg. Im Tor ist Marc Flecken. Matthias Ginter spielt mit Manuel Gulde in der Verteidigung. Maximilian Eggestein steht zusammen mit Nicolas Höfler im Zentrum. Und im Sturm soll es heute Michael Gregoritsch richten. Wolfsburg am Ball, Spiel läuft. Wind. Yannick Gerhard. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Eggestein. Da mit viel Übersicht. Gregoritsch. Tor. Sie wollten hier von Anfang an tonangebend sein und das ist ihnen auch gelungen. Genauer ging der Abschluss da nicht. Von der Latte geht das Ding rein, aber war knapp. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Baku. Er geht schön dazwischen. Höfler. Vincenzo Grifo. Baku. Lukas Meja. Macht da gut Druck. Die Mitspieler bieten sich an. Und dann ist der Ball doch weg, macht die Abwehr gut. Wolfsburg kommt über den Flügel. Flanke kommt rein. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. Da war gar nichts. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Unheimlich wichtig, dass er da zur Stelle ist. Macht er ihn! Das macht er sicher. Wird kurz ausgeführt. Klasse Tackling. Arnold. Baku. Wolfsburg kommt über den Flügel.
Mecha, die Gelegenheit. Hätte gefährlich werden können, aber er ist da. Günther. Gregoritsch. Ja, starker Pass. Der Abschluss nicht platziert genug, das ist dann kein Problem. Baku. Maximilian Arnold. Maximilian Arnold. Jetzt die Freiburger. Einwurf, der Ball war draußen. Höfler. Gregoritsch. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Guter Vorstoß jetzt. Jetzt die Flanke. Erstmal keine Gefahr mehr. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Die Wölfe erobern sich den Ball zurück. Die Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Erstmal gut zugemacht. Pause. Die erste Spielhälfte ist beendet. Wir freuen uns auf den zweiten Durchgang. Aber jetzt legen wir erstmal eine kurze Pause ein. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Gut, dass er dazwischen geht. Das wäre gefährlich geworden. Chance für den Konter jetzt. Ein Pass mit viel Auge. Oh, kein Tor. Das war aber ein richtig guter Konter. Da hat fast alles gestimmt. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Maximilian Arnold. Lange Flanke. Ja, war wichtig, dass er da zur Stelle ist. Das wird gefährlich. Gute Chance. Der Ball ist drin, der Treffer zählt. Ausgleich. So, hier die Wiederholung. Wir sehen den nachlässigen Befreiungsschlag. Halbherzig. Und das wird bestraft und der Ball ist im Tor. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Hereingabe in die Mitte. Sie klären. Die Defensive steht. Super Tackling. Vielleicht die Konterchance. Das könnte was werden. Abwehr muss aufpassen. Das ist diese Sicherheit, die ihn auszeichnet. Es wird jetzt hier gewechselt.
kurz ausgeführt. Gute Aktion. Maximilian Eggestein. Jetzt wieder der VfL am Ball. Michael Gregoritsch. Das ist die Chance. Gehalten. Da zeigt er sein Können. Sie nehmen den Wechsel vor. Jetzt die Ecke. Kein Problem für den Torhüter. Da konnte er sogar stehen bleiben. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Ball in Zeiten ausgeklärt. Sie bekommen den Einwurf. Matthias Swanberg. Er fängt diesen Pass ab. Vielversprechender Steilpass. Aber dann machen sie am Ende doch nichts draus. Michael Gregoritsch. Gregoritsch! Guter Versuch, aber kein Tor. Ja, sah vielversprechend aus, aber es fehlen die entscheidenden Zentimeter. Matthias Swanberg. Die Uhr läuft hier langsam aber sicher runter und auch die Fans spüren, dass sie noch mal Gas geben müssen. Wenn es hilft, vielleicht sehen wir hier noch mal eine Schlussoffensive und das späte Tor. 8 Minuten jetzt noch. Und damit ist der Ball weg. Da können sie kontern. Noch 5 Minuten und gut durchgesetzt, gefährlich. Ball noch im Spiel nach dieser Castells-Parade. Kein Tor, es bleibt beim Unentschieden. Und alle dürfen sich bei ihm bedanken, das war eine unglaubliche Parade. Matthias Swanberg. Ballgewinn hier. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Der Wille ist da. Kurz vor Schluss drücken sie auf den Siegtreffer. Der Schiedsrichter beendet die zweite Hälfte. Wir haben keinen Sieger.